ebenfalls für das Berliner Gym sein Trainer Alexander Jankovic. So, jetzt kommt unser Newcomer hier im Schwergewicht in Karlsruhe, Thomas. Und der Alex, ne? Ja, unser Alex. Kommt auch aus der MMA-Kickbox-Szene, war K1-Champion. Und ein großer Mann mit einer großen Schlagkraft, der fehlt auch noch mit Erfahrung, aber ich muss sagen, der Mann hat durchaus eine Zukunft. Also, toller Kämpfer, ist noch sehr jung, auch Student, studiert Sport, ist kurz vor seinen Examen und sehr sympathisch, junger Mann. Gefällt mir, toller Sportler, wirklich. Hat noch ein bisschen Babybauch, aber ich glaube, jetzt durch die neue Trainer hier bei Fächersport, die noch dazukommen, wäre das eine richtig coole Kiste. Reinhard, wollen wir noch dem Publikum sagen, dass nach diesem Kampf eine kurze Pause ist an deinem artistischen Act, den natürlich Sie, liebe Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, mit anschauen können. Wir werden allerdings dann keinen Kommentar dazu geben, weil wir sind fürs Boxen und für MMA zuständig. Allerdings, die Show jetzt anschauen sollen Sie trotzdem, auch wenn wir es nicht kommentieren, wir sind auf alle Fälle wert. So, we are ready for second heavyweight fight in Karlsruhe. Ja. Beim ersten Kampf haben wir gesehen, dass er beim Schwergewicht natürlich auch einen Schlag entscheiden kann. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Oh, schöner langer Jab, ne? Ander macht gleich den Kopf nach unten. Klammert, Rott. Klammert ein bisschen. Mhm. Alex, schön langsam. Na ja, schön. Das sieht man, Alex kommt schön Technik. Jawohl. Ja, sein Gegner hat auch ein etwas unsportliche Körperbau. Ich verstehe das. Im Schwergewicht ist schwierig. Oh! Was? Mundschutz. Der Mundschutz ist rausgefallen. So, muss natürlich aufgehört werden. Kann passieren. Hoppla. Alles hat der Deckung zu. Jawohl, der andere klammert halt auch natürlich, ne? Ja, ja, klar. Dieser Miloš Dovidan. Aber gut, warten wir mal ab, soll mal machen. Mhm. Jawohl, schön, aber einen schönen Jab hat er, schau mal, schön, der fliegt tolle Kombinationen. Ja. Ja, dann jetzt wird halt wieder geklammert. Das ist halt Heavyweight. Ja. Das ist halt Heavyweight. Da ist es Heavyweight. Und das finde ich toll, das ist nicht schlecht. Ja. Gar keine Sorge für Debütanten, man muss sie sehen. Ja, 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 natürlich. Der erste Kampf von Alex im Schwergewicht. Ja. Der Miloš Dovidan hat ja schon ein paar Kämpfe. Und toll, tolle Kombination, ja. Jawohl, ganz toll. Für den Anfang, jawohl, muss man wirklich also sagen, ganz toll. Wenn man das Alex natürlich den Vorkämpfe, ne, Thomas? Ja. Den schwarzen, den schwarzen Hosen, ne? Alex und der Miloš Dovidan in der blaue Hose. Ja, der mit der ohne Haare. Genau.
hat so eine Frisur wie ich. Ja, genau, aber sieht ja nicht hässlich aus. Ne? Mhm. Ist also Kocik. Mhm. Er ist ja an Kocik erinnert, aber toll, ne? Reise ja, vor. Das ist so richtig Heavyweight, ne? Ja, das ist ein schöner. Kommen wir jetzt Heavyweight. Hopp, 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 hopp. Oh, eine neutrale Ecke. Ja, er hat die Zeit völlig ausgenutzt. Bis zum Zeit ausgenutzt. Ja. Oh, oh, oh. Aber Alex, da gibt richtig Gas. Ja. Ja, hier ist richtig Schmackes drin, sagen wir hier im Badischen. Dennoch kann auch ein Schlag von Nido Stöppe dann den Kampf beenden. Oh. Ja, der Finish hat einen Kampf. Auch hier erste Runde. K.O. Ja, auch der Ringarzt schaut natürlich beim K.O. den Kämpfer an und stellt aber auch nichts fest im Augenblick. Schwergewicht bedeutet immer, wenn man keine gute Deckung hat, dass man relativ schnell auf die Bretter geschickt werden kann. Und das war auch diesmal der Fall. Liebe Boxsportfreunde, nach der Pause erwartet Sie dann natürlich, also es wird keine Pause geben, es wird eine künstlerische Darbietung geben, die etwa 15 bis 20 Minuten andauert. Danach erwartet Sie der Kampf 6. Dies ist ein BGL, World Gladiators League, MMA, Max Material Arts, Mittelgewicht, Welttitel. Mohi Shams aus Karlsruhe, ursprünglich aus Afghanistan, kämpft gegen Orpheus, den Bomber, Gergely Antal aus Ungarn. Jetzt erstmal das Urteil. Ja, das war hier Alex der Bomber. Nachher sehen wir Orpheus den Bomber im BGL MMA.